Naja, ich habe ja mal wirklich mal Feedback bekommen, wirklich. Spiel sprechen, ja. Gutes Feedback mit interessantere Thumbnails, die sind hier gekommen, den Titel bisschen geändert, auch das ist gekommen. Und hier und da mal ein bisschen was rausschneiden, was es halt wirklich interessanter bleibt. Und auch das ist ja jetzt so auch das Ziel, dass ich da ein bisschen das Let's Play mehr oder weniger uncut lasse, aber wenn ich halt viele Sachen am Suchen bin oder sonst irgendwas, was halt komplett unnötig ist und langweilig ist, das werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen mit rausnehmen. Wie gesagt, weil das Projekt, oder manche Projekte gehen ja schon, was weiß ich, wie weit, beziehungsweise wie lang. Und da möchte ich es halt so wirklich so interessant haben, wie es möglich geht. Nein. Da haben wir nochmal was. Gesundheit. Okay. Okay, die Dinger kann ich schieben. Die Frage ist halt, wo kann ich die hinschieben? Creo Lab. Okay, sieht schon mal richtig aus. Hey, Sie haben es geschafft. Wie haben Sie das gemacht? Wir konnten die Droiden nur mit Mühe aufhalten. Ich würde furchtbar gern Lagerfeuergeschichten erzählen, aber wo finde ich das Implantat des Generals? Das wird nicht so einfach werden. Sie müssen die Kryoröhre zu einem der Operationstische bringen und diese Droiden sind immer noch da draußen. Mit denen werde ich schon fertig. Wenn Sie das Implantat haben, brauchen Sie den Kartenschlüssel, um rauszukommen. Kommen Sie wieder zu mir zurück. Ich werde hier warten. Okay. Die Stromversorgung ist schwer beschädigt. Sie müssen die anderen Plätze ausschalten, um genügend Energie zu Ihrem Platz umzuleiten. Die Relais befinden sich im Lagerbereich der Kryoröhren. Ach so. Ich würde mal sagen, dass wir es so machen müssen. Oh, würde ich jetzt mal schätzen. Weil das ist das Einzige, was irgendwie online ist. Und die Kryoröhren sind hier? Und das Ding sollen wir rausziehen, oder wie? Ich würde sagen, dass das sogar schon fast das Richtige ist. Nee? Hm. Wieso kann ich das. Oh, wieso kann ich das nicht rausziehen? Das verstehe ich halt nicht. Wir das Ding komplett abschalten oder muss ich das Ding erst abschalten und dann rausziehen? Weil ich muss ja irgendwas wahrscheinlich damit was. Irgendwas muss ich ja damit machen. Und rausziehen geht ja nicht. Oh fuck. Das war die falsche. Scheiße. Das war die falsche Taste. Hm. Ich dachte, ich hätte das jetzt so gedacht, weil das ist jetzt. Da passiert auch nichts. Machen wir jetzt so. Machen wir das Ding erstmal kaputt. Kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Mumpeln. Und irgendwas. Ich muss ja irgendwas machen mit den Kisten hier. Ich muss ja irgendwas hier mitmachen können. Okay. Ich kann die hin und her schieben, okay. Na gut. Das heißt, ich werde das andere nochmal probieren. Cryolab. Mal gucken, ob es jetzt geht. So. Ach, jetzt geht's, oder was? Aber wohin? Wohin soll ich denn das Ding schieben? Das ist jetzt gerade meine Frage. In irgendeine andere Cryolab-Ding jetzt? Das Ding da rein? Hm. Das ist jetzt nur meine Frage. Weil ich krieg das. Oh. Ich krieg das Ding ja auch nicht gedreht. Cryolab 3. Steht das da irgendwo? Nee. Du musst doch hier irgendwo stehen. Nee, das ist ja das Ding, was kaputt ist. Das heißt. Das Ding. Weil. Irgendwas muss ich ja machen.
Hört sich aber an wie so ein Kran, Alter. Das ist ein bisschen dumm. Keine Ahnung, was das für eine Dingens ist. Nee. Ja gut, man hätte es auch ein bisschen anders machen können. So, ich versuch's das Ding jetzt da hinten mal reinzuschieben, ob das vielleicht funktioniert. So, zack. Funktioniert auch nicht. Was soll ich denn machen schon wieder, Mann? Ich hasse es, dass man keine ordentliche Information bekommt. Hey, pass auf, geh dahin und dahin. Da steht einfach nur, ja, das Ding ist auf. Super. Und ich würde mal schätzen. Dass wir hier auch wahrscheinlich nicht anderes was machen müssen. Keine Ahnung, wo die Gegner jetzt auf einmal herkommen. Aber irgendwie kommen die gerade irgendwo her, weil hier ist ja Schwachsinn. Hier muss ich ja nicht. Weil da ist ja schon wieder Lobby. Das ist ja Schwachsinn. Da komme ich ja her. Ich habe halt nur einen Umweg genommen. Ja, da komme ich ja her. Warum? Das ist ja Bullshit. Da irgendwie zu lang zu laufen. Ich bin halt, wie gesagt, einen Umweg gelaufen. So. Und ich kann mich hier jetzt bespaßen, wie ich will, weil hier passiert nichts. Vor allem, was soll ich mit den Kisten machen? Das verstehe ich halt nicht. Soll ich die da runterschieben oder was soll ich da machen? Okay, wir... Ey, Mann, Alter, du Drecksteil, du gehst mir so dermaßen auf den Ketten, ne? Kann sich ja nur niemand in Ruhe umgucken. Da komme ich nicht hoch. Ding ist schon wieder da. Stehen da drauf. Rüstungskiste. Ja, keine Ahnung, ey. Also so an sich ist es ja nicht schlecht, das Game. Das ist ja schon mal ein Fakt. Aber dass man... Ich will ja auch nicht an der Hand genommen werden mit hier, pass auf, mach das und hast du nicht gesehen. Ach so, dass die Dingens dann nicht mehr durchkommen oder was. Habe ich ja auch kein Problem mit. Wie gesagt, da, dass man mich dann nicht an der Hand nehmen muss. Ist ja okay. Aber dass man halt ein bisschen mehr rausbekommt mit, und gesagt wird, hey, pass auf, das und das, hier und da und das. Weil wenn ich jetzt auf die Dingens gucke, auf die Karte, beziehungsweise auf den GPS, da juckt es halt auch wieder kein Schwein, dass da mal ein Punkt ist. Hey, pass auf, das ist da Phase und das ist da Phase. So. Das heißt, wir machen, blockieren erstmal diese... Oh. Erstmal die Fahrstühle, dass die Typen da erstmal nicht durchkommen. Weil dazu sind die Dinge wahrscheinlich da. Würde ich jetzt mal schätzen. So. Zack. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, nicht mit 3 oder 4 Stunden halt durchkommen. So, zack, zack. So. Ist das schon mal gut, hängen die da fest. So, jetzt habe ich den Typen aber immer noch. Ja, was muss ich denn dann damit machen? Das Ding ist kaputt. Dann habe ich aber immer noch 3 Sachen, hundertprozentig, ich würde mal schätzen, dass das richtig ist. Würde ich jetzt mal so annehmen. So, unser Typ liegt hier hinten drin. Wie gesagt, den können wir auch nicht drehen. Ich habe keine Ahnung. Ey, ich schneide das wieder raus. Bis gleich, das ist mir gerade zu blöd. So, Leute, da bin ich wieder. Das ist das Problem, wenn man halt, wie gesagt, sich nicht hundertprozentig umguckt und man davon ausgeht, dass es halt gefühlt nur einen Weg gibt. Und zwar, es war schon richtig so, wie ich es eingestellt habe, dass man den hier hin und her schieben muss, ist auch schon mal soweit richtig. Aber halt wirklich in diesen Kryo-Dings da bumst da rein. Keine Ahnung, das ist so ein komisch... Da, wo die Stromversorgung halt hingeht. Aber da man es halt nicht so ordentlich gesehen hat, wo es halt im Endeffekt hingeht, ist es, habe ich halt gedacht, ja gut, ist vielleicht einer davon. So. Das mit den Kisten links war auch schon richtig, das stimmt auch schon.
dass man dort die Dinge davor machen muss. Und so, und da Mad Labs. Da muss ich rein. Und die habe ich halt komplett ignoriert, die Dorp. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ja gut, die sah auch so komplett zu aus. Und wenn man da jetzt den ganzen Kram da reinschiebt, sollten wir es eigentlich haben. Alter, dass ich so früh so viel schon nachgucken muss, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber naja gut, ist halt nun mal so. Wie gesagt, lieber, ich gucke jetzt lieber ein bisschen mehr nach, beziehungsweise ich schneide mir dann zurecht, sodass es halt funktioniert. Als dass ich hier 1000 Jahre umherlaufe. Extraktion wird ausgeführt. Extraktion beendet. Implantat extrahiert. So, Implantat erhalten. So, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwo was denn liegen oder so? Muss doch denn, wenn denn wenigstens irgendwas hier kriegen. Oh ja. Lagerraumschlüssel, Mumpeln. Keine Ahnung, wo hier schon hier ein Lagerraum ist, aber gut, das nehmen wir einfach mal so hin. Liegt hier drüben denn noch irgendwas? Guck mal, dass da unten nichts liegt. Da haben wir hier. Oh, nochmal Mumpeln. Oh, sehr schön. Das heißt, 400 Schuss. Würde ich jetzt mal schätzen, ist das Maximum. Jetzt sprinten wir mal fix zurück. Zu den Typen. Wie gesagt, wir haben ja rechts da die Dingens dort verschlossen. Das ist ja richtig, das stimmt. Hey Sir, nehmen Sie diesen Kartenschlüssel. Sie brauchen ihn, um zu Colonel Grisham durchzukommen. Okay. Aber wenn ich jetzt nicht mehr auf die Dingens raufgucke. Eine Gesundheit. Wie man sieht, sieht man nichts. Da sieht man, oh, da sieht man halt so überhaupt nichts auf dem GPS. Pass auf, da musst du hin. Dit und dat, so sieht aus. Aber jetzt habe ich nämlich auch wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Weil ich hier zurück muss, zur Lobby. Das Ding schalten wir mal aus. Da ist ja noch so ein Spacko. Noch einer. Also ich würde mal sagen, wenn hier Gegner kommen, sind wir gar nicht mal so schlecht hier unterwegs. Da ist auch eine Keycard notwendig. Ich würde mal schätzen, dass wir hier richtig sind. Lagerraumschlüssel, Keycard. Sehr schön. Den Lagerraumschlüssel benutze ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo da der Lagerraum ist. Wie gesagt, das Game ist blind. Gesundheit. Die nehmen wir mit. Sir, empfangen Sie mich. Was geht da vor? Die Hauptenergiequelle ist ausgefallen. Die wenigen Systeme, die funktionieren, werden vom Notstromgenerator versorgt. Um die Evakuierung abschließen zu können, brauchen wir volle Energie. Vaughn, können Sie sich darum kümmern? Schon unterwegs, Sir. Ende.